Dankeschön. Ja, herzlich willkommen zu Krömer, die internationale Show. Ich habe heute meine weibliche Seite ausgelebt und auf dem Frauenparkplatz geparkt. Wir fangen jetzt an, meine Damen und Herren. Heute mit dabei Klaus Barsky, Selfmade-Millionär und die No Angels. Freue ich mich drauf. So viele schöne Frauen. Das sehe ich sonst nur, wenn ich abends noch einen Schlenker über die Oranienburger Straße mache. So, wir fangen mal an, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich bin ja ein Mann, der sich ehrenamtlich und mit vollem Körpereinsatz gegen den Rückgang der Geburtenzahlen einsetzt. Auf Tourneen, bei Autogrammstunden und so weiter und so fort. Eigentlich müsste ich dafür jetzt mal so, weiß ich nicht, das Bundesverdienstkreuz kriegen oder, weiß ich, den goldenen Schnuller vom Muttergenesungswerk. Was habe ich bekommen? Eine Vorladung vom Gericht. Ja, Herr Körber, stellen Sie auch auf, würde ich sagen. Guten Tag. So, nehmen Sie bitte Platz. Dann eröffne ich die heutige Sitzung. Der Angeklagte Kurt Krömer hat mit Frau Katharina Schmidt den gemeinsamen Sohn Stefan geboren am 17.03.1995. Vielleicht nicht einfach sagen, wie viele Fälle waren es denn insgesamt? Acht. Acht Kinder sind das. Herr Richter, Herr Krömer, wollen Sie sich zu dem Vorwurf äußern? Ich habe keine Kinder. Sie haben keine Kinder, das ist ja nun mal rechtskräftig festgestellt durch das Familiengericht. Kommen Sie doch bei mir nach Hause und gucken mal, da sind keine Kinder. Dann kann man ja auch Kinder haben, wenn die nicht bei einem zu Hause sind. Ja? Zum Beispiel, weil sie bei der Mutter leben. Bei meiner Mutter? Also erstmal, Herr Richter, habe ich hier für Sie noch Blumen bei. Ganz liebes. Und vielleicht für die Frau Gelee-Bananen. Nehmen Sie bitte wieder mit. Ja, das könnte natürlich als Bestechungsversuch gedeutet werden. Am 7.06.1998 übersendete Herr Krömer Frau Erna Stapunzke angeblich eine Kopie seines Passes, der ihn als kolumbianische Staatsangehörigen auswies und teilte ihr mit, dass er am nächsten Morgen zurück in seine Heimat fliegen würde, aber bereit sei, für den gemeinsamen Sohn Unterhalt zu zahlen. Ich bin Kolumbianer. Meine Mutter war auf dem Flug von Kolumbien nach Neukölln, hatte was vergessen und im Flug hat sie mich geboren. Herr Krömer, Herr Krömer, wollen Sie es immer noch abstreiten? Schauen Sie mal, wir haben auch Fotos da. Wir haben doch Fotos all Ihrer Kinder da. Schauen Sie mal. Das ist Ihr Sohn Stefan. Nee, das kann ich gar nicht sehen. Das sieht man ja auf dem ersten Blick. Das Kind hatte überhaupt keine Ähnlichkeit mit mir. Stefanie. Das ist ja gezeichnet für das Leben. Ja, eben. Und dann kriegt es noch keinen Unterhalt von Ihnen. Wissen Sie, das kommt doch dazu. Herr Krömer hat über sein Vermögen, das er offenlegen musste, falsche Angaben gemacht. Ja, er hat hier eine Liste abgegeben, die bestand im Wesentlichen aus einem IKEA-Schrank, einem Dreigang-Damenrad sowie 54,32 Euro in bar. Ja. Wir haben ja momentan gute Chancen, an Ihre Gelder in Liechtenstein ranzukommen. Reden wir doch mal Klartext. Ist ja ein Nummernkund. Was? Ja, eben. Geben Sie mal die Nummern hier zu Protokoll. Wo bin ich denn überhaupt? Wo bin ich denn gelandet? Es gibt nicht so viele Möglichkeiten, Herr Krömer. Entweder... Ich habe ja einen Blackout gerade. Ja, Sie armer Wurm. Sie haben einen Blackout. Bin ich dran? Ja, jetzt können Sie selber sich verteidigen und Sie können auch ein Schlusswort halten, Sie haben das letzte Wort. Also ich sage mal, dass hier einiges nicht mit rechten Dingen zugeht. Es herrscht eine negative Stimmung. Der Sachverhalt ist folgendermaßen, ist ein Komplott, was geschmiedet worden ist gegen mich, weil ich Erfolg habe, kommt Neid. Neid ist eine Sache, die kommt nicht von alleine, die muss man sich erarbeiten. Und damit ist die Gerichtsverhandlung geschlossen. Ein schönes Restleben. Und hoffe, dass wir uns nicht mehr wiedersehen. Im Namen des Volkes verkünde ich folgendes Urteil. Der Angeklagte Kurt Krömer ist schuldig der Unterhaltspflichtverletzung in 8 Fällen sowie des Betruges in Tateinheit mit Urkundenfälschung in 3 Fällen und der Steuerhinterziehung. Er wird deshalb zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 7 Jahren wahlweise 50 Sendungen auf dem Sendeplatz 0.20 Uhr in der ARD. Einspruch. Nehmen Sie bitte Platz. Was? Kann ich mir das aussuchen?
Dann nehme ich lieber die 7 Jahre. Jahre Haft. Die Gefängnisdirektorin, eine ältere Dame, Nymphomanin, hat mich nach 7 Stunden wieder rausgelassen. Verstehst du? Knickknack. Die hat mich vorher nochmal angerufen. Hat mir gratuliert. Ich werde zum 9. Mal Vater. So, Freunde, wir kommen jetzt zu unserem ersten Gast. Er ist Selfmade-Millionär. Darüber wird er uns jetzt erzählen. Ich werde mal fragen, ob er schon angekommen ist. Herr Baski! Bin schon da. Huhu. Huhu. Ja, huhu macht die Eule, wissen wir. Fang mal so an, fang mal so an. Bitte was? Also so wie sich das Gespräch gerade entwickelt, Herr Baski. Ich mag dich, komm her, ich komm, lass mich rein. Lass mich rein, ich mag dich. Hier gilt mein Gesetz, Fremder. Herr Baski macht nur die 1-Million-Euro-Ansage. Ja. Er hat keine Schulausbildung genossen und hat es von ganz unten nach ganz oben geschafft. Er ist quasi ein Vorbild für alle Schulschwänzer. Hier ist Klaus Baski. Herr Baski. Nehmen Sie Platz. Ich habe natürlich gedacht, dass. Nehmen Sie erstmal Platz. Ja, ich nehme erstmal Platz. Ich habe. Wir duzen uns. Ja? Kurt, Klaus, ne? KUK, ne? Notgemeinschaft. Ich habe gedacht. Ich habe gedacht, dieses arme Schwein hier in Berlin. Schön. Wissen Sie, was ich. Klaus, pass auf. Ja. Was ich toll finde, Leute, die rauskommen und im Redefluss sind. Ja, pass auf. Aus den meisten. Hör mal, jetzt mal auf. Nee, mal auf. Pass auf. Hör auf jetzt. Weißt du. Die anderen kommen immer rein, lassen sich halt aus der Nase ziehen und so. Und du, Klaus? Du hast ja noch nicht das Ende gesehen bei mir. Kann ja sein, dass ich auch erschlaffe, weißt du? Kann sein, dass ich auch noch erschlaffe. Aber jetzt bin ich erst mal dran, verstehst du? Ich will dich ja retten. Ich bin ja gekommen. Ich hab deine Sendung gesehen und hab gedacht, 3 Männchen, verstehst du? Ich muss nach Berlin. Das ist ein junge, hoffnungsvoller Mann. Den muss ich retten, verstehst du? Und dann geh nach Berlin, helf ihn, greif ihn unter die Arme, verstehst du? Und dann komme ich rein und die Bude hier voll meine Nerven. Aber ehrlich, das habe ich auch noch nicht erlebt. Zu viele Leute auf dem Haufen hier. Ja. Und naja, jetzt bin ich da. Erlebt. Jetzt bin ich da. Und jetzt gehen wir mal so nach System A, B, C, D, A. Du bist immer so geil auf Geschenke. Ich will das unbedingt loswerden. Pass auf. Was das haben Sie mir mitgebracht? Was bringt mir ein Millionär mit? Was bringe ich dir mit? Vor allen Dingen, pass mal auf, Millionär wird man nur, wenn man geiler Millionärsdarsteller ist und wenn man elendgeizig ist, dann wird man Millionär. Das ist schon mal ein Tipp fürs Leben, verstehst du? Also, da kriegst du schon mal nichts, du kriegst garantiert, was nichts gekostet hat. Ja. Verstehst du? Also, pass auf, das bringe ich dir mit. Da ist eine kleine Geschichte dahinter. Das Nein, nicht auf meinen Tisch legen. Ja. Pass mal auf. Also. Das Produkt hier gibt es nicht zu kaufen. Das ist jetzt auch kein Witz. Das ist ganz, weißt du, ich mag keine Schleichwerbung. Ich will hier nicht berühmt werden. Ich will nicht bei dir berühmt werden und meine Produkte. Evian-Wasser. Okay, pass auf. Ah, wie lecker. Ich hab fast dann, so gut wie Volvic. Ja, jetzt hör mal auf mit deinem Scheiß. Mit deinem Spruch da. Du bringst wieder ein Konzept, Mensch. Pass auf. So, Klaus, ich hab mein, ich hab, pass auf. Ich hab mein neuestes Buch irgendwann mal fertig gehabt. Klaus. Und das hatte, ich will den Namen nicht nennen. Pass mal auf, du kannst, wenn ich dich bespreche, kannst du talken. Aber wenn du geschenkt, kommst du raus und gibst mir das gleich. Ja, kann, geht doch nicht. Geht doch nicht. Doch, okay, ich geb dir auch, ich schenke dir auch. Pass auf. Richtig, aber. Pass auf. Man kann dir doch kein Porsche schenken, wenn du noch nie 300 gefahren bist, Mensch. Verstehst du? So musst ich du das sehen. Ich bin schon 300 gefahren mit Porsche. Porsche. Und weißt du was? Ich habe nicht mal einen Führerschein. Ja, siehst du, sag ich ja doch. Ja? Jetzt hör mal zu. Kann ich man einen Führerschein verlieren, wenn man gar keinen gemacht hat? Dem Verstand oder das Leben. Ja, pass auf, jetzt hör mal zu. Ich wollte. Ich also höre doch, ich komme da ja nie zum Wort. Ich wollte berühmter werden, dann habe ich mein letztes Buch geschrieben über die Côte d'Azur. Name des Buches weiß ich, habe also, dann bin ich zur Côte d'Azur gegangen, habe ein paar Milliardäre. Côte d'Azur? Côte d'Azur. Nein, das heißt nicht, das Buch Wortspiel, heißt nicht so. Haben wir ein nein, Wortspiel nein, drauf? Nein, 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 nein.
Ich war im Urlaub, weißt du, wo? Côte d'Azur. Herr Barski, ich hab nebenbei noch ein bisschen gearbeitet. Ja, ist aber gut. Das Buch heißt, jetzt verdammt, das heißt lebenslänglich Côte d'Azur. Aber du willst ja unbedingt, dass ich ihn habe. Und jetzt ist Folgendes. Jetzt habe ich das Buch und habe dann kurz vor dem, wo noch der alte Fürst war, der Renier, bin ich dann hin, habe die JZ eingeladen, die Millionäre alle eingeladen, die Prinzen eingeladen. Alles ist gekommen, weil ich da, alles, was ich gekommen. Also, nicht anfassen, und dann hör mal zu jetzt. Und verdammte Kiste. Und jetzt schaut mal ab. Jetzt habe ich gedacht, pass auf, ich habe die geile Show in Monaco gebracht. Alle waren gekommen, ich war im Fernsehen und bunt, alles, ja, alles hat nur noch von Barski geredet. Du hast ja nicht gesagt, wo. Du hast auf einmal war der da, hier, da, alle. Ja, ich hab die Presse eingeladen, da, war, hier, alle. Pass auf, jetzt hör mal zu. Jetzt hab ich... Ich hab gar keine andere Möglichkeit. Jetzt sag ich doch was Trauriges, verdammt normal. Jetzt sag ich was Trauriges, der Fürst ist gestorben. Und weißt du, wie mein Buch war gestorben. Jetzt ist mein Buch, weißt du, der Verkauf von meinem Buch, runter, runter, runter. Ich sitze da und, weißt du, fletsch mit den Zähnen. Ich habe 3 Jahre, hab ich dann gesessen, Tag und Nacht und getippt, verstehst du? Und das Buch sank, du, kein Schwein hat das mehr lesen wollen. Jetzt habe ich überlegt, was machst du, wie kriegst du das Buch wieder hoch? Und da habe ich eine geile Idee gehabt. Ich fahr du gehst durch, in eine Show, kommst raus. Nein. Schenkst Kurt Krömer sofort das gibt noch was anderes als eine Show, pass auf jetzt. Ich fahre durch Cannes. Das ist besser als so eine Schau hier mit dem Gammel. Der Gammel allein. Ich bringe hier die Klasse. Verstehst du? Ja, ich meine, guck dir das an. So ein Gammel. Ja? Ich bringe hier die Klasse. Ich fahre da, weißt du, wie so ein Depp da mit dem dämlichen Flugzeug da. Und ich hasse Flugzeuge. Fährst du mit dem Flugzeug? Komm hierher, um dich zu retten und dann... Weißt du, was ich machen muss? Ja, mit dem Fahrrad fahren. Ich muss mit dem Schiff fliegen. Pass auf, pass auf. Ich fahre durch Cannes. Wie ein geiler Typ, ein Erfolgsmensch, fährt durch Cannes, durch Nizza, Monaco. Ich fahre da mit meinem Rolls-Royce Cabriolet. Und da hinten ist Gras. Warst du Gras? Du weißt ja nicht, was. Er ist Gras. Und Gras ist. Hast du keinen Maybach oder was? Gras, nein, nur so. Kommst du in die Publik vor, oder? Mit ich, so ich bin ja nicht irgend so ein Vorstadtmillionär von dir, Brandenburg, verstehst du? Wie heißt die Ecke hier? Ich bin ja internationaler JZ-Typ, verstehst du, was ich meine? Ja. Internationaler JZ-Typ, der die Klasse bringt. Ja? Aber da musst du ein bisschen ruhig sein und zuhören und lernen, verstehst du? Jetzt ist vorne. Ich fahre durch Gras. Werd ruhig. Ja, hast recht. So, jetzt gibt es die Schiene. Ich fahre, pass auf, ja, gleich. Nein, ich fahre durch Gras. Und weißt du, wer in Gras wohnt? In Gras wohnt Günter Grass. Der berühmteste. Der berühmteste deutsche Parfümier, einer der berühmtesten drei in der Welt, der Baron von Loringhofen. Und ich sag, jupp, sag ich zu dem Baron von Loringhofen. Ach, ihr seid. Ich brauche jetzt was ganz Geiles. Ich will mein Buch aufpeppen, dass das wieder verkauft wird. Ja. Macht mir, wir kreieren ein Parfüm und meine Bücher werden in Zukunft parfümiert. Und zwar sind wir dann morgens. Und dann kann man sich die Bücher unter der Arme schmieren. Ja, so ungefähr. Ja. Die sind echt. Ja. Und da sind wir am Frühlingsmorgen. Am Frühlingsmorgen sind wir der Baron, der Jupp und ich. Wir sind. Die Tautropfen hingen noch auf die Gräser, verstehst du, auf den Kräutern der Côte d'Azur, die Blüten. Und wir haben die geruppt, verstehst du? Und dann haben wir die gesammelt in so einem Sechsäckchen. Du, ich hab's! Dann haben wir das Säckchen. So, jetzt bleib doch mal hier. Halt. Stell mal wieder dahin. Stell mal wieder dahin. Stell doch mal auf den Boden. Bin ich hier? Ich bin oben in dem Fass. In dem Fass haben wir das. Runter. Das ist so ein Scheißding hier. Also, in dem Fass haben wir denn gestampft, die Kräuter, weißt du, und die Blöten. Ich mach das für aber Sie. Aber ich hab doch auch keine Ahnung. Ich hab auch keine Ahnung. Sie erzählen die Geschichte, ja, du bist ja auch jung und sportlich. Ich nicht. Pass auf, wir haben das denn getreten und unten kamen die Tröpfchen in das kleine Fläschchen. Ich meine, das war. Pass auf. Jetzt habe ich bei den Kräutern ein bisschen daneben gegriffen. Da ist noch ein Spezialeffekt. Und deswegen habe ich das gebracht. Verstehst du? Weil dir die Klasse fehlt. Jetzt erstmal eins. Jetzt müsst ihr alle mal den Atem anhalten. Und jetzt bringen wir mal ein bisschen Klasse hier rein. Den Duft der großen weiten Welt. Also frische Kräuter. Frische Blüten. Verstehst du? Cannes-Nizza. Ja, geil, ne? Ja. Pass auf. Und jetzt kommt der Punkt. Boah, ich werd auch die Kräuter, wo ich daneben gegriffen habe. Die haben einen Viagra-Effekt, verstehst du? Ja, dann gib doch her, das zieht die Weiber an. Das, hör auf, du musst ja, ich sag, kannst ja nicht mit dem Porsche fahren. Gleich mal losbrauchen, du musst erst mal wissen, wie. Pass auf. Du musst also, wenn du das Parfüm morgen ab, wenn du heute Abend noch ausgehst, bestimmte Ecke willst ein Mädchen aufreißen, dann sprühst du ein bisschen tiefer. Das hat den Viagra, verstehst du? Ein bisschen tiefer. Toll, und dann zieht Jungs, das die Weiber an wie ein Magnet, verstehst du? Das geht so klick, 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 verstehst du? Gott, du bist begnadet, dass du das von mir kriegst, verstehst du?
Ja, warte mal, warte mal. Halten Sie sich bitte zu. Ja? Ja, denken Sie an Ihre Familie und an Ihren Freund, da lassen Sie sich nicht gehen. Ja, um Gottes Willen. Ja. Ja. So, es ist natürlich so. Ja, Mädel, willst du mal den großen, weiten Duft der großen, weiten Welt riechen? Pass auf, damit ist ja nicht. Das wirkt ja nicht so schnell. Du brauchst doch 3-4 Stunden, dann wirkt das. Du musst ja verstehen, du musst ja auch dran gewöhnen. Das reißt dich ja weg. Ich könnte jetzt schon. Das reißt dich ja, ich weiß, das reißt dich auch so. Ja, ich könnte jetzt schon, wenn du das gerne, aber du kannst doch nicht. Ich würde die Frauen hier bespringen. Pass auf, aber ich habe einen Ruf zu verlieren. Jetzt, pass auf, jetzt haben wir erstmal die Klasse hier eingeführt bei dir. Pass auf, weil wir haben Klaus, aufgebaut. Jetzt frage ich dich erstmal, willst du was trinken? Pass mal auf, dann hol mal erstmal die Pulle, aber keine billige Sinalco. Ich habe extra angerufen, Sinalco hier, was du sonst immer kriegst, jeder Billigbeimer, der hier kommt, ja. Das kommt nicht immer, wenn ich komme, kommt die Klasse, ne? Klaus, eins, ja, ich eine weiß, Flasche erste Klasse. Französischen Champagner. Und den trinkt der Klaus natürlich aus seinem legendären goldenen Becher, verstehst du? Und dann säuft er und dann säuft er, weil es nichts kostet, säuft er sehr hastig, verstehst du? Und dann säuft er und säuft er. Klaus, und was, du hier, jetzt halt, musst, was du machen musst, du musst mal runterkommen. Ja, hol doch mal die Buddel erstmal. Da hol doch erstmal die Buddel. Geht da nicht rum, hol mal die Buddel. Oh, jetzt zeig mir die. Ist ein geiler Zeug. Das ist geiler Zeug, ja. Du brauchst nichts zu saufen, du musst was zu kiffen kriegen. Ja, ja, ja. Du musst mal runterkommen. Willkommen. Nee, du kriegst von der Klasse ein Futschi. Ich bringe noch mehr Klasse drüber. Jetzt geht's los. Ich darf Sie begrüßen zu meiner Show. Futschi, kennst du Futschi? Nein, das ist immer so, ich trinke nur Champagner. Das ist Champagner, ja, nach Köln. Weißt du, als ich früher von der Sozialfürsorge lebte, verstehst du? Als ich früher von der Sozialfürsorge, da habe ich mir auch sowas gepanscht da. Ach, seitdem jetzt kriegst bin du erstmal schön Futschi, dann kommst du mal runter, mein Freund hier. Das ist um die Augen geschlagen, um Gottes Willen. Ja, aber da kann ich. Hier, ich trinke doch dich auch so ein Glas da. Verstehst du, da ist auch so. Ist da wirklich, was ist da drin? Da? Champagner. Das ist wie Aftershave, du. Das ist nicht wie Aftershave. Naja, na, pass auf, jetzt wollen wir mal sehen, ob der das überhaupt abkann. Weißt du, das ist schon mal du so ein Test. Du trinkst aus dem goldenen Becher immer noch? Ich trinke aus meinem goldenen Becher. Und da habe ich ja, weißt du warum, aus dem einfachen Grunde. Hier links habe ich einen Dukaten drauf, das ist der Österreichische, Kaiser. Kann ich den mal haben? Ja, kann man hier. Der eine ist der österreichische Kaiser, der andere ist der deutsche Kaiser. Und jetzt kommt's, hör doch mal zu. Ich höre doch die ganze Zeit so, Mann. Ja. Und rechts ist der Papst. Weißt du, warum der Papst drauf ist? Wenn ich immer kostenlos saufe und mich nicht beherrschen kann, der hat eine Funktion. Sag mal, Klaus, trinkst du gar nichts, oder was? Pass auf. Du siehst aber mal, wie schäbig jemand mit so einem Coca-Cola-Glas aussieht oder mit einem goldenen Becher, wo der Papst drauf ist. Wenn du zwei Päpste siehst, dann hör auf, dann bist du besoffen. Das ist die Kontrollfunktion, die das da ist. Das ist sowieso gerade eine heiße Mischung hier, Freunde. Prost, Klaus. Klaus, pass auf, jetzt bin ich mal dran, ja, klar? Ja. Jetzt mal hier für 5 Minuten Funkstille. Du bist ja jemand, du bist ja nicht einer, der reiche Eltern hatte, dem alle den Arsch reingeblasen worden ist, sondern du bist ja wirklich von unten, hast du dich als Tellerwäscher nach oben gearbeitet. Das war Sozialhilfeempfänger, ja. Verzeig dir auch, dass du jetzt hier einen Affen machst. Ja, weiß ich doch. Da sind wir uns ja einig. Wir müssen nur unsere Klasse mischen, um ganz nach oben zu kommen. Da sind wir jetzt dabei. Ne? Wie viel höher wollen wir denn noch kommen, Klaus? Was? Was? Achso. Nee, du bist doch dran. Ich will, wie viel höher wollen wir noch kommen? Ich lass dich doch mal zu Wort. Flieg nicht so hoch, mein kleiner Freund. Mach die ganzen Lampen, Gott, das passt alles Geld. Mal komm, wir gehen einen feiern. Komm. Klaus, was jetzt? Platz nämlich die Bombe, Freunde. Klaus, und das ist kein Scherz, hat heute Geburtstag und wird 65 Jahre alt. Prost, Klaus. Dankeschön. Let's go.
Also. Moment, stopp, Ruhe. Das ist ein Geschenk. Halt, da darfst du nicht ran. Das gibt mal her. Was? Ey, das hat mir die Frau geschenkt. Ja, ja, weißt du, der guckt doch da rein. Da. Nein, das ist für meinen Mann. Für seinen Geburtstag. Ja, meine Frau zum Geburtstag. Sie sind die Frau? Ja. Meine Frau und mein Verleger haben mir was zum Geburtstag geschenkt. Und das ist hier drin. Ach Gott, dein neues so, Buch. Guck mal, ja, wie hier, der Kamera 3. Da, nein, das wird gar nicht gezeigt. Und fertig. Nein, fertig, Dick. Das wird gar nicht gezeigt. Geil. Geil. Aber du kriegst es nicht zu sehen. Nicht? Ja. Weißt du, stell das dir mal vor. Schön. Du bringst ein Buch mit und zeigst es nicht. Das nee, ist warum soll ich dir das denn? Ja, pass auf. Ja, klar, ja, ja, richtig. Ja, ja. Finde ich geil. Kann es sein, dass dein Lieblingswort ich ist? Oh ja, natürlich. Ja? Hey, na ja. Das ist ein Ding. Nein. Millionär, habe ich dann schnell gelernt, ist eins, du musst aus goldenem Becher trinken, weil das ist doch geil, das macht doch keinen Sinn. Ja, aber nun haben du wir musst ja auch goldene hier... Protzuhren tragen. Na, habe ich doch, hier, ja. Können wir mal zeigen? Na ja, dann. So. Das ist, ja. Sie denken, es ist eine billige Quarzuhr für 19 Euro bei Wertheim. Ja, die ist aufgepimpt. Ja. Und damit es nicht so protzig ja, aussieht. Ja, ich weiß, aber... Und abends, wenn ich nach Hause komme, ja, ja. Rolex. Du machst den ärmlichen Blätter. Ja. Gut. Du machst hier den ärmlichen Blender und ich mach den reichen Blender. Aber irgendwas haben wir was gemeint. Wir blenden wir sind beide Blender. Ja, wir sind beide Blender. Gut. Okay. Und dann so, was heißt hier okay? Das war der Spaß. Das war der Spaß. Mit Klaus Barski? Ja. Ja, lass sein. Wir das sind am Ende. Ja, gut. Ja, also zeitlich jetzt, heute. Ja, schade. Schade. Wir machen noch einen Fortsetzungsroman draus, nicht? Natürlich. Aber ihr könnt ja wir gehen in Storys, Serie. Wenn ihr meine Bücher kauft, Amas alle kauft, könnt ihr all die Storys lesen, ja, euch aufbauen und dann wahrscheinlich ganz gescheite, erfolgreiche Blender werden. Ich weiß nicht. Ich hoffe, ja. Und mit diesen spektakulären Bildern geben wir ab. Zur Abend, Joe. Freundschaft. Freundschaft. Ciao, Spassky. Dein hier, muss ich dir denn die Sachen hinterher tragen oder was? Klaus Barski! Tschüss! Noch 2 Minuten länger, mir hätten die Ohren geblutet. Tinnitus von. So, Leute, letztens hat mich mein guter alter Kumpel Juppi angerufen von Uferfabrik Berlin. Der wollte in Urlaub fahren und hat mich gefragt, ob ich nicht den Laden übernehmen könnte für 4 Wochen. Und war natürlich mein Ding. Geschäftsführung, Massenentlassung, also Kleinkram eben. Und bin hingefahren. Gucken Sie sich das mal an. Juppi, schön hier mit den Hasen. Ich nehme den einen mit Grünkohl. Aber jetzt würde ich mal sagen, gehen wir mal in die Geschäftsführung, in die Geschäftsleitung, gucken mal ein bisschen in die Bücher rein, damit ich dann hier auch gut in die Geschäftsführer nehmen kann. Du bist hier, die Ponys hier, die brauchen immer Futter, die Kaninchen Futter, die Schweine brauchen Futter. Ich soll auf dem Bauernhof arbeiten? Ja, klar, wir brauchen dich auf dem Bauernhof. Jetzt gehen wir Ponys füttern. Mensch, Juppi, pass doch mal ein bisschen ja, auf hier, wir gehen Ponys füttern. Du bist gut, die kommen ja an. Unglaublich. Dachte die Geschäftsführung, und jetzt gehen wir zu den Ponys. Juppi, pass doch mal, guck mal, die greifen mich an. Juppi, das kann doch, die haben mich gebissen. Die haben mich in der Wade gebissen. Ja, wir gehen zu den Ponys. Aber sag mal, das habe ich mir alles anders vorgestellt. Und das muss ich jeden Tag 12 Mal machen. Naja, 12 Runden. Ist das Kind nicht ein bisschen zu schwer für das arme kleine Pferd? Das Pferd wollte sich gerade beißen. Ist doch ein Pony. Ist doch ein Pony. Pferde sind doch viel größer. Verstehst du? Unterschied zwischen Pony und Pferd? Pony ist. Es ist beides. Das ist doch was, ein Ponypferd oder was? Jetzt lassen wir mal die Kirche im Dorf. Das ist aber noch kleineres Pony. Nee, das Pony ist, ist eine DIN-Norm. Das ist deutsche Industrie. Deutsche Industrienorm. Und die sagt, dass Ponys genau so groß zu sein haben. 1,12 Meter. Also hast du einen gesehen, dass du Fehler gemacht hast. Tschüss. Komm mal her. Komm, Juppi, wir gehen zu den Schweinen. Da haben wir. Ach Mensch, Juppi, das ist doch hier Scheiße. Ich bin doch total jetzt da reingefallen. Mann, ich wollte hier Geschäftsführer werden. Wo bin ich denn jetzt hier? Ja! A little less conversation, a little more action, please.
nicht an die Tasche bedrandet ist Schweinleder. Oh, Entschuldigung. Ich wollte nicht pietätlos sein. Ha! So, jetzt reicht es. Juppi, komm, wir gehen raus. Ja, komm rüber. So, jetzt erkenne ich euch erst. Marianne und Michael. Ihr wart im ZDF gewesen, wa? Und haben die Sendung abgelegt. Mach's gut, Koch. Ja, danke. Kein Problem. Tschüss. Viel Spaß. Danke. Das ist der schönste Tag in meinem Leben. So, jetzt kommen die Mädels. Schön bequem. Alle Dufte. Begrüßen Sie nun drei Teufel für Krömer. Hier sind die No Angels. Hallo. Hey, Runde drei. Lucy. Hallo, Nadja. Nadja, hallo. Yes. Die dritte ist, was, wie? Bist du heute? Kann ich in der Mitte? Guck mal her. Hast du schon ausprobiert? Hilfe! Das wird noch was. Warte, anders. Genau so. Warte, ich brauche meine Karten. Also ich habe hier mir alles eine Waffe zu in der Hose. Vielleicht drücke das ein bisschen. Lucy, wie bist du zu den No Angels gekommen? Das war 2000 und war eine sehr Mach weiter, du kriegst den Job, du kriegst den Job, mach weiter. Und eine aufregende Show und ja, gute Sache war das. Du bist dann später dran, mach dir keine Angst. Ja, ich warte sehnsüchtig darauf. Ich bin schon ganz eifersüchtig. Okay, ja. Wollt ihr was trinken? Ja, ja, bitte. Warten. Ja, was wir bestellt haben bei dir. Was habt ihr bestellt? Na ja, was wohl? Also nicht von dem... Nichts von dem Weinbrand, Weinbrand. Von dem Barski, meinst du? Wo, wenn man davon so viel redet, nehme ich auch gern ein. Ja? Ja. Lass mal den Nein, nein, wir möchten gern das, was Wie, bist du schon fertig oder was? Ja. Ich könnte noch. Komm. Ich das bin Schnelli. Herr Litbarski hat ja, Herr Barski, meine ich, hat ja Shampoos bestellt eigentlich. Ja. Den ich denn für euch aufgehoben habe. Ach, das ist aber nett, danke. Den Apfel hier mit Fuji. Ja. Und das dann auch an seinem Geburtstag, ganz schön gemein. Ja. Ah, egal. Hauptsache, wir haben schon Champagner. That's life. Super. Mäuschen. Lucy, du warst ja schon mal bei mir. Genau. Und trotzdem wiedergekommen. Ja, ich musste ja. Ist ja so eine Pflichtsendung irgendwie gewesen. Ja, also nochmal herzlich willkommen bei Wetten, dass? Ich wette es, dass gleich Klaus Barski rauskommt, 20 Minuten hier steht und es nicht schafft, die Schnauze zu halten. Was sagt ihr? Die Wette gilt. Okay. Was ist das denn hier? Das Oh, das ist, Ist das dein Geschenk? Ach so, lebenslänglich Côte d'Azur, ja. Und hier ist das ein Cresco-Hotel, oder? Was? Das ist das eine Cresco, Lucy, da waren wir ja, auch schon. Hat das aus einem Hotel geklaut? Ja. Ja. Ich war genau in diesem Zimmer hier. Ja, meins war so ein bisschen weiter links, so. Was? Lebenslänglich Côte d'Azur, ja. Mein Gott, lebenslänglich Côte d'Azur. Ja. So, Shampoos? Ja, gerne. Du, hol du doch mal, den kann ich mit dem Schicke Socken hast du. Komm, was? Ich hol so. Wo ist denn der, da in den Kühlschrank? Ja, in dem Fantasie-Kühlschrank. Ja, aber bitte auch mit schönen Kleber. Du, sag mal, Mäuschen, wo ist denn die dritte? Welche dritte denn? Ihr seid doch drei. Nein, wir haben gesagt, wir kommen zu zweit. Wie, seid ihr hier? Wir sind neuerdings zwei. Luzi! Was machst du denn da? Ja, mach doch ein Gurkenglas auf. Oh, ist schwanger oder was? Und du? Ja, ich frage mich auch gerade und ich. Danke. Idioten. Ach komm, dann können wir erst mal ein bisschen quatschen. Prost. Guten Abend, willkommen bei der Kurt Krömer Show. Wir sind die Hälfte der No Angels. Also die zwei, die in Berlin sind. Was soll denn das? Wir könnten den Kurt nicht teilen, deswegen haben wir gesagt, wir kommen uns zweit.
Das reicht mir. So, Luzi, Nadja, pass also auf, ihr seid drei. Wo ist die andere? Erschlagen mit der goldenen Platte. Die hat auf einmal ganz schlimme Magenkrämpfe bekommen. Bitte? Die hat auf einmal ganz schlimme Magenkrämpfe bekommen. Ganz schlimme also Bauchkrämpfe. Die dritte und die vierte weißt du, die Grundvoraussetzung, dass ich hier moderieren kann. Ja, manchmal geht's nach hinten los. Ist das nicht ein schönes Bild hier? Ja. Der Hahn im Korb. Besser Hahn im Korb, als hier ist ihn in der Grube. Ja, ja. Ja. Hm. Gut, wir haben Geschenke. Ja, Geschenke, genau. Ich wünsche mir ein Glas Shampoos. Oh, jetzt eine ganz spontane Choreografie. Wir haben Waffen. Oh ja, ganz gefährlich. Hätte ich eins, drei? Eins, drei. Nein, meins geht noch nicht. Doch, doch, doch. Ah, doch. Nee, das ist falsch. Schau mal, schau mal, schau mal. Kannst du es sehen? Siehst du, kannst du lesen? Ja. Ich muss weiter weggehen. Kannst du es erkennen? Oder? Steht da Kurt Krömer drauf? Ja, ne? Nein. Nein. Na, da steht Happy Birthday. Nein, schau mal bei der Lucy. Das ist für die Lucy. Das ist für dich. So interessant. Kannst du lesen? Mach mal Licht aus. Ich kann nicht mehr drehen, Mann, ey. Setz mal die Brille auf. Ah. Ach, Mann. So. Kannst du weiter sowas Tolles ab, mit und du... Hier, von ja. Scientology oder was? Nee, aus China. Ja. China für... Glaub an die Gruppe. 19 Cent. Glaub an die Gruppe. Eben. Das gehört jetzt mir? Ja. Ist ja toll. Einmal sieht aus wie so ein Elektroschocker. No Angels. Du, oh, ich hab deine, meine Hand an deinem... Oberschenkel. Ach, Oberschenkel. War zwar woanders, aber am Oberschenkel die Hand gehabt. Jetzt ist es ja so, ihr tretet auf beim Grand Prix. Yep. Und wenn diese Sendung ausgestrahlt wird, ja, dann macht dann ist ihr schon vorbei, der Grand Prix, oder wie? Dann macht ihr eure Abschiedstournee, weil das in 20 Jahren irgendwie, glaube ich, soweit sein wird, dass das überhaupt ausgestrahlt wird. Also, gut zu wissen. Überall. Nee, nun ist es so, ihr tretet denn da auf beim Grand Prix. Genau, und dann hoffen wir zeichnen wir das jetzt auf. Wir können das schon so aufzeichnen, dass ihr schon gewonnen habt. Weißt du? Ja, finde ich gut. Also, dann müssen wir uns also jetzt dann müssen freuen. Wir uns richtig feiern. Ja. Und eigentlich schon besoffen Hallo. Sein. Ja, dann muss er an den Kühlschrank gehen. Das nee. Och, Mano, oh, hier. Dann wünsche ich... Dankeschön, Lucy. Wir teilen Schwesterlich. Deine Hose. Hier ist noch was. Da ist auch ein bisschen was. Lucy. Da ist ein bisschen Schweiß auf dem Stirn. Ja, ich weiß. Das ist eine Masche von mir. Nee, was ich sagen wollte, als ich dich kennengelernt habe, damals irgendwie, du warst ja nicht so, wie man das so kennt von diesen jungen Dingern. Lucy, was hast denn da reingespuckt? No. Lucy ist hart im Nehmen. Werden wir jetzt den guten Champagner weg, stimmt, oder wie? Ihr seid euch ja sowieso schon so nahe gekommen. Von ja, genau. Ist das doch ein den guten Champagner. Ja. Klacks. Rotkäppchen-Sekt. Was meinst du jetzt? Was ist denn jetzt, wenn ihr gewinnt? Ist doch scheiße, wenn wir das jetzt so aufnehmen. Ach du Scheiße, meine Ärztin. Hm? Nee, pass mal, nee. Guten Abend, Herr Krömer. Tja, wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, muss der Berg zum Propheten. Ja, nee, nee, wir sind sie nicht reingekommen. Die ist aber jetzt nicht eifersüchtig, oder? Nee, es geht kein um Spritze. Hier. Spritze. Die spritzt dich jetzt. Frau Kleinschmidt, wenn wir vielleicht, Frau Dr. Kleinschmidt, wenn wir, lass mich ruhig Zeit, ich komme dann auf Sie zurück. Ich wäre morgen jetzt weg zu Ihnen in der Praxis gekommen und hätten wir das machen können. Sprit, wo, im Popo? Na, also, wo meinst du denn, ins Auge oder was? Frau Kleinschmidt, können Sie das bitte jetzt wieder einpacken? Also wir würden gerne sehen, wie der Kurt gespritzt wird. Ja. Seid ihr bescheuert oder was? Fällt mir in den Rücken. Also eigentlich möchten wir seinen Popo sehen. Frau Dr. Kleinschmidt, stellen Sie mal vor, Ernstfall, ich wäre ja schon tot. Kommen Sie zu mir. Jetzt. Kannst du dahinter kommen, dann können wir uns da knutschen. Sieht aus wie Vitamin B12. Ja, einer muss vielleicht auch Händchen halten, meistens fallen die Männer nämlich immer um.
Alles gut? Sie hauen mir jetzt nicht vor einem Millionenpublikum die Spritze in den Arsch. In das Gesäß. In den Popo. Nun, komm. Frau Kleinschmidt, ich hätte mich gemeldet bei Ihnen. Es ist hier, es ist für mich auch erniedrigend. Tja, was soll ich sagen? Luzi, können wir uns... Kann einer mal festhalten? Also irgendwie dir mal helfen. Haben sich mal nicht so, meine Güte. Wie ist der Ablauf? Sie bauen sich über, zeigen mir eine Hälfte ihres Gesäßes. Was kann ich tun? Ich zeige eine Hälfte meines Gesäßes? Ich will es gar nicht sehen. Ich will es einfach nur... Würde sich lohnen. Das ist, glaube ich, glatt. Wenn wir uns hier küssen können? Ja. Sie halten am besten irgendwie fest. Und du nimmst das doch noch auf, du Idiot. Wo ist sie? Also. Gut. Lenken Sie ihn ab. Oh, und Frau Doktor. Passen Sie aus. Ja. Ja. Sie haben Sie wieder getrunken? Ja, das bin ich. Wahrscheinlich, weil Sie es nicht gemacht haben. Nun machen Sie mal. Vorbeugen, meine Herren. Ja, folg. Beuge genug vor. Gut. Hier, verstehst du, während einer Fernsehaufzeichnung kriegt eine Spritze. Gleich kommt hier noch Dr. Hansel und macht eine Prostata-Untersuchung. Da will ich aber auch dabei sein. Küssen. Ja. Wie küsst du denn? Ja, weiß ich nicht. Küsst man so als Star? Ja, natürlich. Guckst du keinen Fernseher? Ich hab kein Fernsehen. Also. So, schon vorbei. Halt, ein Pflaster kriegen Sie auch noch auf. Das ist sehr nett, danke. Komm, ich hab schon längst Feierabend. Nee. Sie sind noch nicht mal privat versichert, Entschuldigung. So, das war's. Ja, schönen Alles Dank. Gut? Ja, danke, ich freue mich. Ja. Nächstes Mal in 4 Wochen, ne? Ja. Das sieht geil aus. Ja. Ist doch jetzt eh schon egal. Ist doch egal. So, Lucy, du hast die Rolle schon? Dankeschön. Mit dir muss ich noch reden. Ich bringe euch ganz groß raus. Ja? Oh. Und jetzt mal zu dem Küssen noch mal zurück. Ja. Wenn man ein Showstar ist. Ich wusste nicht, um welche, was für ein Star ist. Es ist ein Junge. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß. Dankeschön. Ach so, nee. Weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Der Gewinn beim Grand Prix de la Chanson de la... de Eurovision de la Chanson. Danke. Grand Prix de... Feiert noch schön weiter. Ja. Das werden wir. Du auch. Ja. Wir sehen uns auf jeden Fall hier in Berlin. Ich werde jetzt mit Herrn Barski noch richtig einen drauf machen. Gut, wir kommen dabei. Ich habe ja hier Pickel am Knie. Ja, voll. Überall Pickel, echt. Ja. Ich ekel mich von mir selber. Und von diese Haare. Die Haare sind angeklebt. Das hoffe ich. Das ist eine weitere Masche. Ach so. Die läuft, die funktioniert nicht so gut. Nee, wird abgesetzt demnächst. Okay. Willst du mir noch was sagen? Fall schön, dass wir geplaudert haben. Hat ja schon mal jemand gesagt, dass du verliebt in mich bist? Ja. Ja? Schon ganz oft. Dann steh dazu, Baby. So. Lucy, kommst du noch ein drittes Mal? Natürlich. Ich komme so viel du willst. Oh. Und so oft du willst. Das machen wir gleich im Hotel. Ich bin hier zu Hause, wir können auch zu mir. Ja. Du wohnst in Berlin? Ja. Seit wann das denn? Wohnst du auch in Berlin? Ja, bald. Ab Juni. Oh, jetzt hast du es hier. Ja, kannst du uns abwechselnd besuchen kommen. Nehme ich an. Und dabei hören wir sehr gerne die No Angels. Ich kann dir auch Vitamin B12 also im Po spritzen. Das ist kein Problem. Ich kann das auch Vitamin B12 im Po spritzen. Kannst du auch? Kann ich auch, ja. Das ist doch klasse. Aber meine Dann wird doch schon mal eine Basis. Ja. Ja. Tut auch gar nicht weh. Du, das wirkt jetzt gerade.
Sie spritzt rein, du raus. Ich spüre meinen Körper nicht mehr. Das ist schlecht. Das wäre nicht so gut. Ah, jetzt? Das ist ein geiles Zeug. Frau Dr. Kleinschmitter, wenn Sie nichts da mal nicht mit der Pullen na, vertan haben. Ihr geilen Schnecken. So, wir verabschieden uns, meine sehr verehrten Damen und Herren. Was war das denn? Was rufst du denn die ganze Zeit da rein? Ich versuche hier ein ernsthaftes Interview zu führen. So, wir verabschieden uns, meine sehr verehrten Damen und Herren, von Nadja und Lucy von den No Angels. Studio, bei Ihnen zu Hause. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Nachbarn. Komm, wir verbeugen uns nochmal. Die No Angels. Hab ich denn für Socken an?